Hallo, herzlich willkommen bei den Bäckers. Schön, dass du wieder mit uns unterwegs bist. Wir sind in Diamante in Kalabrien, Süditalien, auf einem Wohnmobilstellplatz und den wollen wir euch heute vorstellen. Der Wohnmobilstellplatz hier in Diamante liegt super zentral. Es sind nur 700 Meter zum Stadtzentrum, direkt am Meer. Und wie es hier aussieht, das zeige ich euch jetzt. Hier oben ist die Einfahrt, von der Straße aus kommend biegt ihr dann hier links ab bis zur Schranke. Bei unserem Aufenthalt war die geschlossen, war auch jetzt die Rezeption nicht besetzt. Einfach draufklicken und dann wird es euch geöffnet und ihr könnt auf den Platz fahren. Der Stellplatz ist in verschiedene Bereiche eingeteilt. Ihr seht hier, es ist naturbelassener Untergrund, teilweise Schotter, teilweise Rasen, teilweise Sand. Es gibt einen hohen Baumbestand, allerdings ohne Bespannung, sodass eben auch große Fahrzeuge hier einen Platz finden. Wir haben im Februar 23 10 Euro gezahlt, inklusive Strom, Fähr- und Entsorgung, WLAN und Hunde. Dusche gehen extra, kosten 1 Euro. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. Ihr seht hier die Plätze in erster Reihe, die sogenannten VIP-Plätze. Im Winter ist das der gleiche Preis, während der Saison sind diese hier teurer. Und ihr könnt am Untergrund schon erkennen, ob ihr diese Plätze anfahren wollt oder eben halt auch nicht. Ich zeige euch den Platz jetzt einfach mal von verschiedenen Perspektiven aus und so könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen. An den Plätzen selbst liegt Frischwasser. Grauwasserentsorgung. Und man hat auch die Möglichkeit, sein Chemieklo zu entsorgen, ohne direkt auf die große Entsorgungsstation laufen zu müssen. Auch die Stromversorgung ist gut gelöst mit hier solchen Abdeckungen für den Regen. Ich gehe davon aus, dass es auf 16 Ampere abgesichert ist. So ganz kann man es nicht mehr erkennen, aber vermutlich wird das so sein. Und auch der WLAN-Empfang auf dem Platz ist wirklich gut. Diese Verstärker hängen gut verteilt und so hatten wir während unserem Aufenthalt immer guten Empfang. Die Entsorgungsstation ist eigentlich ganz gut gelöst. Sie liegt am Ende des Platzes in einer Art Ringverkehr. Ihr kommt also hier von hinten eingefahren, habt dann direkt auch die Mülltonnen
um euren Müll loszuwerden. Und für das Grauwasser gibt es hier mittig eine ja, relativ große und breite Rinne über die komplette Breite. Frischwasserversorgung ist hier. Dort könnt ihr natürlich auch euren eigenen Schlauch anschließen. Und die Chemietoilette sind zwei solcher Stationen, wie sie eben auch auf dem Platz sind. Und zum Rausfahren einfach der Straße folgen, links abbiegen und dann seid ihr wieder auf dem Platz. Solche Häuschen sind verteilt auf dem Platz zu finden. Hier könnt ihr Geschirr spülen, aber auch Handwäsche machen. Vor dem Sanitärgebäude sind 4 Außenduschen. Jetzt im Februar noch ein bisschen zu kalt, aber für den Sommer sicherlich eine gute Lösung. Das Sanitärgebäude an sich war bei unserem Aufenthalt sauber und gepflegt. Das ist alles da, was man braucht. Ich zeige euch den Toilettenbereich für die Damen. Toiletten und Duschen sind also getrennt. Es sind jeweils 3 Toiletten und 3 Waschbecken. Ich würde das Ganze als italienischen Standard bezeichnen. Süditalienischen Standard. Die Duschen sind nebenan. Auch hier gibt es Kabinen mit einer Oberkopfbrause. Da kann man wenig einstellen. Muss das Wasser so nehmen, wie es rauskommt. Ist aber auch alles sehr sauber, großzügig, sind Haken vorhanden und im Vorbereich eben dieser große Spiegel. Das Ganze funktioniert mit Duschmarken, sogenannten Tokens. Die wirft man hier ein, wählt seine Kabine und dann kann man duschen. Die Duschmarken kann man hier kaufen bzw. kann Geld in Duschmarken wechseln. Der Automat nimmt allerdings nur Scheine. Und eine Duschmarke kostet 1 Euro. Ihr habt also 5 Marken, auch wenn ihr nur einmal duschen wollt. Der Platz ist aus unserer Sicht sehr hundefreundlich und bei unserem Aufenthalt waren auch sehr viele Camper mit Hund unterwegs. Das hat alles problemlos funktioniert. Im hinteren Bereich gibt es sogar einen eingezäunten Hundebereich, wo man die Hunde dann auch mal flitzen lassen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass einer abrückt. Und auf diesem Areal befindet sich auch eine Hundedusche. Gegenüber der Einfahrt, also wenn ihr reinkommt, rechts, dort befindet sich die Rezeption und auch ein Restaurant. Die Rezeption war bei unserem Aufenthalt im Winter nur am Vormittag geöffnet. Das hat aber alles unproblematisch funktioniert. Wenn ihr auf den Platz fahrt am Nachmittag, dann meldet euch einfach am Vormittag an. Ihr braucht dazu euren Ausweis, das Kennzeichen und die Parzelle, auf der ihr steht. Die Check-in-Zeiten sind hier nochmal angeschrieben. Von der Rezeption aus bzw. auch vom Restaurant aus hat man direkten Zugang zum Strand und ihr könnt hier sehen, da gab es einiges an Unwetter. Das Meer hat sich einen Teil des Strandes zurückgeholt. Hier ist das Restaurant bei unserem Aufenthalt im Februar geschlossen. In der Saison kann man hier bestimmt sehr schön sitzen. Und neben den Wohnmobilstellplätzen gibt es hier auch die Möglichkeit, sich ein Bungalow oder Apartment anzumieten. Wenn euch das interessiert, schaut am besten auf die Internetseite. Dort habt ihr mehr Informationen. All das findet ihr in der Videobeschreibung.
Insgesamt hat uns der Platz sehr gut gefallen. Er ist nah am Zentrum, direkt am Meer. Er liegt allerdings auch direkt an einer Bahnlinie und die Züge hört man und sind teilweise auch sehr laut. Das Zentrum Diamante ist gut per Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Es sind ungefähr 700-800 Meter. Diamante ist bekannt für seine Wandmalereien. Und wenn euch das interessiert und ihr mehr Bilder zu Diamante sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserem Kanal nach. Dort gibt es einen speziellen Reisebericht. Wenn dir das Video dabei geholfen hat, dich zu entscheiden, diesen Platz anzufahren oder eben auch nicht, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal und freue dich auf weitere Videos aus Europa. Bis dahin, tschüss!